Hallo, liebe Deutschlernende. Heute habe ich einen Großeinkauf gemacht. Ich habe sehr viel eingekauft und ich wollte euch das alles mal zeigen, damit ihr auch die ganzen Vokabeln ganz intuitiv oder ganz einprägsam lernen könnt. Ich habe einmal Bananen gekauft. Ja, das sind Bananen. Ich habe Brokkoli gekauft. Ich liebe Brokkoli. Und ganz viele Leute finden das seltsam, aber ich esse Brokkoli roh. Ich bereite den gar nicht zu, sondern beiße einfach ab, esse den so, wie er ist. Und ich finde, das schmeckt sehr, sehr lecker. Dann noch mehr Obst, ein paar Äpfel, eine Menge Äpfel, ein Netz Äpfel und noch mehr Obst, Birnen, ja, ein paar Birnen. Oh, ich krieg schon ganz viel Hunger. Ich habe Hunger und leckere Kekse, Schokoladenkekse. Njam, 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 njam. Brot, ein Laib Brot, geschnitten, ja, das ist geschnitten in ganz viele, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber in ganz viele Scheiben habe ich das geschnitten. So, noch mehr Gemüse, ein paar Tomaten, Baguettes. Baguettes, das sind Kräuterbaguettes, ja, mit Kräutern. Also hier ist Butter in dem Baguette und Kräuter. Das schmeckt ganz, ganz lecker. Und Wurst, ja, Schinken, Fleischwurst. Und Eier. Na. Eier. Ja. Und ganz viele Eier. Sogar zwei Packungen, weil ich liebe Eier. Und ich brate mir sehr, sehr gerne Eier zum Frühstück. Ketchup. Ein bisschen Ketchup, dann Marmelade, ein Marmeladenglas. Das hier ist Erdbeer, ja, seht ihr, Erdbeer. Ich liebe Erdbeeren und momentan ist gerade auch die Erdbeersaison. Jetzt gerade werden ganz viele Erdbeeren verkauft. Es ist jetzt Mai, Ende Mai. Ja, anscheinend ist das die Erdbeersaison, also sie sind auch gerade im Supermarkt im Angebot. Dann Eis, lecker Eis. Es ist gerade sehr, sehr, sehr warm in Berlin. Deswegen dachte ich mir, ich kaufe mir ein bisschen Eis. Das ist Vanilleeis, ja, Vanille oder Bourbon, Bourbon-Vanille. Schmeckt gar nicht nach Bourbon, aber nun gut. Olivenöl, ein bisschen Olivenöl, damit ich mir meine Eier auch braten kann. Noch mehr Obst. Kiwi, ganz viele Kiwi. Und Tee. Ich bin auch sehr ein sehr großer Fan von Tee. Deswegen habe ich mir Tee gekauft. Türkischer Apfel. Ich habe türkischer Apfel noch nicht probiert. Insofern bin ich gespannt auf diese neue Sorte. Habe ich euch schon die Spaghetti gezeigt? Spaghetti, ja. Nudeln, wie wir sagen. Nudeln. Ach, hier habe ich auch Kamille. Kamillentee. Der schmeckt auch sehr lecker. Und zum Reinigen
zum Reinigen ein Waschmittel, ein Geschirrspülmittel. Damit macht man Teller sauber und Tassen und Besteck und so. Das war mein Einkauf und ich hatte ganz schön zu schleppen. Mein Rucksack war sehr, sehr, sehr schwer, weil ich immer mehr kaufe, als ich tragen kann, scheint es mir. Ich warte immer sehr lange, bis ich einkaufen gehe und dann kaufe ich immer ganz, ganz viel. Ich habe noch mehr gekauft, aber das ist jetzt gerade schon in der Kühltruhe. Das Eis muss auch ganz schnell wieder in die Kühltruhe. Deswegen rede ich lieber nicht so lange, bevor mein Eis schmilzt. Aber ja, das ist so mein Einkauf und ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ich habe jetzt ganz viel Hunger bekommen und werde jetzt gleich anfangen zu essen. Und ich melde mich morgen wieder. Tschüss, bis morgen.